Willkommen aus Berlin, wo das brandneue Gigaset Mi Pure in der Hand haben. Ein wirklich schönes 5-Zoll Handy mit einem Full-HD-Bildschirm, das etwas weniger kann als das normale Mi. Und das Mi Pure hat nur einen Snapdragon 615 Prozessor drin, ein etwas leicht anderes Design mit so abgerundeten Ecken, die wirklich stark an das iPhone erinnern von der Haptik her. Fühlt sich aber wirklich bombastisch an, wenn ihr mich fragt, dafür, dass wir hier nur 349 Euro zahlen müssen, nicht 470 Euro wie bei den normalen. Was wir hier natürlich noch haben, ist ein Nano-SIM-Card-Slot mit Dual-Nano oder natürlich ein Micro-SD und einem Nano. Also wir können auch den internen 16 GB Speicher erweitern, wenn wir so wollen. Und auch der An- und Ausschalter ist hier auf der rechten Seite vorne, den wir gar nicht benutzen müssen, denn wir haben hinten auch noch einen Sensor, der unseren Fingerabdruck hier ablesen kann und wir dann damit das Ganze auch gleich anlocken können. Eine 13-Megapixel-Kamera findet sich hinten mit einem Blitz, leicht Plastik hier oben angebracht, ansonsten komplett Metallrückseite, was natürlich auch schön ist hier bei den Gigaset Mi Pure. Auf der linken Seite da noch ein Lautstärkeregler, oben der Kopfhöreranschluss mit Mikrofon und auf der Unterseite dann der USB-C-Anschluss mit den Lautsprecher natürlich noch. USB-C auch hier wieder sehr modern, denn wir können hier tatsächlich ganz einfach das USB-Kabel anschließen, ohne uns ranlassen zu müssen, in welche Richtung das gehen muss. Anlocken kann ich das jetzt nicht, also ich kann jetzt keine Kamera oder nicht demonstrieren, was ich aber machen kann, ist euch das Schwarze und das Weiße zeigen. Das Schwarze von vorne etwas schöner vielleicht, wenn ihr sehen könnt. Haben wir hier auch auf der Rückseite ein etwas anderes Design. Also eigentlich beides sehr schöne Geräte, vor allem für den günstigen Einstiegspreis und bald kommen wir noch mehr dazu. Zeigen im Vergleich nochmal zum iPhone 6, 4,7 Zoll gegen 5 Zoll, könnt ihr sehen, von vorne könnten sie relativ ähnlich sein, wenn ich jetzt hier nicht so ein Glas dran hätte. Aber wenn wir sie mal nebeneinander legen, dann sehen wir auch hier vorne die Ecken und dann von unten, die tatsächlich sehr ähnlich jedoch sind, gerade hier bei den Auslösungen, bei den Löchern. Wenn ihr euch überlegt, vielleicht doch ein Samsung Premium Gerät zu holen für den Doppelpreis, haben wir hier noch das Samsung Galaxy S6 Edge, was auch sehr schick ist, aber auch mit 5,1 Zoll etwas größer. Und auch hier mit überall Metall natürlich relativ ähnlich. Genau, das war es auch schon mit einem ganz kurzen ersten Eindruck zu dem brandneuen Gigaset Mi Pure, das im Herbst jetzt auf den Markt kommen wird. Bis zum nächsten Mal, vergesst nicht, unseren Chat zu abonnieren für weitere Infos und bis bald.